Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Selçuk Alibas steht nicht zur Verfügung. Selçuk hat einen Schlag bekommen, Rippe, so ein bisschen Rippe, Rücken, so ein bisschen hier an der Seite und das tut in beide Richtungen weh. Macht immer wieder zu, hat noch trainiert am Mittwoch, aber hat dann auch am Ende schon zu verstehen gegeben, dass es eng wird, dass es einfach weh tut. Und heute nochmal wenig Besserung und deswegen steht er nicht zur Verfügung. Sonst sind alle fit, auch Rufen Hennings, Philipp Klingmann haben ihre Verletzung überstanden. Rufen hatte die Woche noch Magen-Darm-Geschichte, ist jetzt heute das erste Mal wieder mit dabei. Und Philipp Klingmann hat schon normal trainiert. Ich habe das die ganze Woche und von Anfang an schon gesagt, seitdem das Los bekannt ist, dass wir da natürlich klarer Favorit sind. Und dementsprechend nehmen wir das auch an. Ich denke nicht, man kann irgendwo hinfahren gegen Oberligisten und sagen, ja, wir schauen mal, sondern diese Situation, wie sie ist, die nehmen wir an, dass wir wissen, wir fahren dahin, um zu gewinnen, müssen gewinnen. Ist auch kein Problem für uns, weil einfach das so ist und wir wollen eh ein gutes Spiel machen, wir wollen eh das Tempo hochhalten. Von daher nehmen wir das gerne an. Obwohl wir natürlich wissen, dass jedes Spiel seine Tücken hat. Auch Neubrandenburg hat einen Weg in den DFB-Pokal gefunden. Gegen Hansa Rostock im Endspiel des Verbandspokals. Das ist der Grund, warum sie da sind. Deswegen wissen wir schon, dass jedes Spiel seine Tücken hat. Und deswegen wissen wir natürlich schon, dass man aufpassen muss. Wir haben uns vorbereitet. Auch Lothar Strehlau hat sich den Gegner angeguckt. Wir sind gerüstet, dass man ein Bild auf dem Gegner hat, sich darauf einstellen kann. Das haben wir getan. Wir haben alles getan, was man tun muss. Und jetzt freuen wir uns drauf, weil wir natürlich wissen, dass der Pokal eine gute Gelegenheit ist, einfach noch mehr Fußballspiele zu machen. Erinnern uns gerne an das Drittliga-Jahr, als wir hier im Viertelfinale gegen Freiburg dann letzten Endes ausgeschieden sind, hier vor knapp 30.000 Zuschauern. Sowas ist natürlich erstrebenswert und das haben wir im Kopf und wollen dafür alles tun und werden dafür Neubrandenburg schlagen. So eine Möglichkeit weiß ich definitiv noch nicht, mache mir natürlich Gedanken. Prinzipiell habe ich gesagt, werde ich jetzt nicht wechseln, um zu wechseln, sondern es werden, wenn sich Wechsel ergeben die sich aus den Leistungen. Da war ich gegen Frankfurt insgesamt zufrieden, das heißt nicht, dass ich mit allen und mit jeder einzelnen Leistung zufrieden war. Das ist eine Möglichkeit. Philipp Max hat eine gute Vorbereitung gespielt, ist ein ganz enges Rennen, da letzten Endes um die Plätze und von daher ist es natürlich eine Option. Die letzte Entscheidung fällt dann nach dem Training, dann haben wir noch eine ganz, ganz lange Fahrt, sodass man sich da auch nochmal Gedanken machen kann natürlich. Es ist ein kompakter Gegner, der auf Konter lauert, mit Positionen im Sturm, die gut besetzt sind, einer, der den Ball halten kann, einer, der schnell ist, das heißt, da gibt es Optionen für einen Gegner, auf das war uns einstellen müssen, dass man weiß, Konter zu verhindern, dass man weiß, nicht zu viel blind zu stürmen, sondern auch mit Auge zu stürmen, dass man immer wieder eine Absicherung hat, gerade bei Kontergefahr, haben sich jetzt auch im Liga-Alltag defensiv verhalten und auf Konter gelauert und das werden sie mit uns mit Sicherheit nicht anders tun. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.